Du bist Angestellter, du hast was erfunden, ja, und jetzt gilt für dich das Arbeitnehmererfindergesetz. Was du genau zu beachten hast und wie das Ganze abläuft, zeige ich dir in diesem Video. Ich habe euch schon mal gezeigt, was eigentlich zu beachten ist, wenn ihr eine Erfindung als Arbeitnehmer macht, aber ihr nicht möchtet, dass sie eurem Arbeitgeber zusteht. Ja, hier verweise ich gerne auf das Video hier oben verlinkt. Aber wenn das ganz normal läuft und dein Arbeitgeber nimmt die Erfindung in Anspruch bzw. meldet sie an, dann ist ja die Frage, was hast du eigentlich davon? Weil grundsätzlich ist die Sache so, ja, dein Arbeitgeber sagt, hey, ich bezahle denjenigen dafür, dass der vielleicht hier etwas entwickelt oder erfindet, ja, und ich möchte dem eigentlich nichts bezahlen. Und umgekehrt, du sagst, hey, ich bringe hier die Produkte voran, ich mache hier die Innovationen. Ja, das ist ja eigentlich auch nicht in Ordnung, dass hier nur mein Chef dran partizipiert. Und in diesem Spannungsverhältnis sind wir irgendwie und da gibt es eben dieses Arbeitnehmererfindergesetz, das so ein bisschen die Interessen ausgleichen soll. Wesentlich ist und toll ist, dass wenn deine Erfindung von deiner Firma angemeldet wird, du hast einen Vergütungsanspruch. Stopp, kein Ferrari bestellen oder so. Das ist nur vom sogenannten Grundsatz her. Das heißt, im ersten Moment hast du einen Vergütungsanspruch in Höhe von 0 Euro. Das ist nicht gerade viel, aber der Gedanke ist, dass man sagt, du sollst als Erfinder dann partizipieren, wenn auch dein Arbeitgeber daran partizipiert. Bedeutet also, wenn dann ein Produkt daran hängt und dieses Produkt verkauft wird, ja, dann bekommst du an jedem verkauften Produkt einen bestimmten Anteil. Dieser Anteil berechnet sich nach der sogenannten Lizenzanalogie. Man schaut, was würde also ein freier Erfinder bekommen. Dann gibt es bestimmte Abschläge für deine Position und auch dafür, dass du Betriebsmittel vielleicht dafür genutzt hast oder dass du erst auf diese Problematik im Rahmen deiner Beschäftigung gekommen bist. Also ein deutlich niedrigerer Betrag, aber eben prozentual an dem, was damit verkauft wird. Wenn aber jetzt dein Arbeitgeber kein Produkt anbietet, ja, und dieses Patent vielleicht gar nicht nutzt, dann steht zwar die ersten Jahre, die stehen dir keine Vergütungen zu, aber es gibt irgendwann mal eine sogenannte Vorratspatentvergütung. Das bedeutet, wenn dein Arbeitgeber einfach nur ein Patent hält, ohne dass er eigentlich damit irgendwelches Geld verdienen möchte, dann sagt man sich, hey, der hat ja ein bestimmtes Interesse hier dran, ja gerade mal vorliegend auch dieses Patent zu verwenden. Wenn jetzt also dein Arbeitgeber das Patent nicht benutzt, dann steht dir eine sogenannte Vorratspatentvergütung zu. Im Normalfall so nach circa 7 Jahren. Aber auch hier, ja, bitte jetzt nicht die großen Beträge erwarten. Das sind vielleicht 50 bis 100 Euro oder solche Sachen. Also wirklich ein sehr, sehr geringer Aufwand. Im Großen und Ganzen muss man sagen, in den meisten Fällen wird man an einer Erfindung oder an einem Patent nicht besonders reich. Vielleicht sind Ausnahmen hier im Pharmabereich. Also wer sowas wie Viagra erfunden hätte, der würde sich wahrscheinlich hier freuen, weil das kann schon mal sehr, sehr hoch ausfallen, weil natürlich auch sehr große Umsätze mit so einem Medikament gemacht werden. Aber im Normalfall, auch beispielsweise, wenn es ein Auto-Seitenspiegel ist und da sind vielleicht noch andere Patente dabei, dann verringert sich der Wert auch. Sind das überschaubare Beträge, aber es reicht normalerweise schon mal dazu, also einen wirklich netten Abend mit dem Ehepartner vielleicht zu verbringen, vielleicht mal nett in ein Hotel zu gehen oder so ein Wochenende irgendwo einen kleinen Kurzurlaub zu machen. Also deswegen nutzt es, ja, und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst ja, ich bin da. Hier findet ihr Videos, die euch interessieren. Hier findet ihr Videos zum Thema und hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal.